Leben. Dann haben wir wiederholen, wir haben das erste Mal gehört, dass Gott unendlich ist, dass Gott es ist, du wegen es ist unendlich, er ist ewig, er ist allgegenwärtig, er ist allmächtig. Dann haben wir aber auch, dass Gott vollkommen ist, dass es wegen heilig ist, du wegen es ist vollkommen, in er ist heilig. Heißt eifersüchtig, ist ein Hebräer, ob Gott eifersüchtig ist. Ich dachte, im Klimas hier war dort ein Entgegen von, was bedeutet, wenn Gott eifersüchtig ist mit seinem Volk, mit der Sinje. Stell uns mal vor, dass ich hatte meine Früh gesagt, dass ich läuft die. Oh, na ja. Und am nächsten Tag, dann würde meine Früh mich vielleicht in der Stadt antreffen, bin eine andere Früh. Oh, na, ich dachte, du sitzt, die läuft mich. Ja, ich läuft die, aber ich noch einmal hier ein anderer Früh, der läuft ich auch. Weil da würden wir alle weiten, dass in der Läuft der erst nicht jährlich, das sage ich nicht, nicht? Da meint immer, wenn man dem Ehepartner sagt, ich läuft die, du mit sagt, dass ich hatte alle Ehe, ja, ich in Nähe gesagt. Das Wort wirklich läuft. Und kriegt das Wort, die Bibel sagt über Gott. Die Bibel sagt, ihr, die ihr den Herrn lieb hat, hasset das Arge. Gott zu leuven, das bedeutet, dass wir das Arge hassen, dann, dass wir das Schlechte hassen, dann, dass wir den Sinn hassen. Dann. Und ich denke auch an, wenn er sagt, dass der Psalmist sagt, dass Herr, ich habe deine Befehle läuft und ich hasse jeden falschen Weg. Wenn jemand, dass Gott sein Wort läuft, hat, dann meint er, dann hasst er auch all die Irrlehren, all das Falsche, was er dort hasst. Wie kann ich sein, ich läuft dem Herrn und dann läuft ich aber auch der Welt. Da wird krass zu sein, dass von den Monaten seine Früh sehr, ich läufe früh, und in derselben Zeit hat noch einmal die andere Früh, wo ich läufe, wie weit noch schaffe nicht. Und Gott sagt auch, wenn jemand der Welt läuft, dann begehrt der Ehebruch jeden an. So eine Läufe nimmt er nicht an. Und ich befürchte, dass von der manch ein so genannter Christ, über den wir leben, man sagt, man läuft dem Herrn, in der Wirklichkeit läuft man auf der Welt und rennt mit der Welt mit. Und das ist einmal, was Gott als eifersüchtig das meint, er ist jealous. Er ist krankesten Mann, er will seine Früh ganz für sich haben. Nicht eine Läufe arm und danach für andere. Das ist, was Gott will. Gott will ganz den Mensch für sich haben. Du bist Gott eifersüchtig, übrig daran, dass er den Mensch das dort trieren wird. So, in von der denke ich auch immer nur, das, was wir alle hören, dann wir wollen auch an so einer Oben versammeln, wir wollen nicht bloß einmal über das Loch, wo wir einmal waren, näher rutschen, sind, waren einmal so rückkommen, und dann, wenn immer es rutscht, würde man trainieren. Und wir wollen auch so eine Staubhecherte kommen in unser geistliches Leben. Und dann denke ich immer nur, dass in 1. Johannes Kapitel 2, da redet von den Kindern am Glauben, von den Männern am Glauben, von den jungen Männern am Glauben und dann von den Vätern am Glauben. So sagst du uns jetzt, die leben auch. Wir fangen uns Kinder an, in einem jährlichen Wurst, wie soll wir auch wenigstens eine Rieb werden, sodass die Väter am Glauben sind. Und dann von den Vätern am Glauben wurde zweimal das gesagt. Was ist ihre Kerntechnik, ihre Eigenschaft, das sagt, dass sie haben den erkannt, der von Anfang an wir. Er von Anfang an ist, Peter. Das ist der dreieinige Gott. Möcht wird geriebt zu sein im Glauben als Väter, das ist dem dreieinigen Gott kennenzulernen. Immer wieder kennenzulernen, mit dort, wo wir rieben in unser geistliches Leben. Deswegen sage ich immer, dass das geistliche Leben, das Christenleben, ist nicht eine langweilige Sache. Je länger wir im Glauben sind, das wird nicht langweilig. Das Gegenteil, wir lernen unseren Gott immer wieder kennen. Den dreieinigen Gott, und dort ist immer erfüllender. Also der Gott ist Erkenntnis, dass wir entnehmen, wie wir am erkennen, wie staunen immer da, über wer er ist, und dass der Dollar kann wir dann auch eine Erfüllung zu haben, dass wir am wieder kennenlernen dann. Der Erkenntnis Gottes, der lehrt uns einmal, dort wo wir am On zu beten haben, und wo wir Tauam zu beten haben, wo wir am Läufen sollen, und wo wir am auch fürchten sollen. Ich lasse schon dreimal in einem Buch, die schrieb ja öfter so, dort in dieser Welt sind die viele Jahre ausgedacht worden von der Menschheit. Aber ein Ding, was ich einmal haben konnte, dort ist, die Menschen, die sich Jata haben ausgedacht, die haben sogar Leute gesungen über ihre Jata. Wir wollen nicht, wie singen Leute über unseren Gott. Und so haben die haben auch Leute gesungen über ihre Jata, aber die können bloß einmal Leute singen, von was er auf Gott ist. Aber die können nicht Leute singen, von was er Gott tät. Wenigstens der tät ihr nicht. Deswegen können sie auch nicht von denen singen, was er tät. Sie können bloß singen, von was er ist. Dann denke ich, über uns Gott. Wie kann so in die Schrift, der lehrt uns, wie haben Leute, was er singen, und über wer Gott ist, aber vielmehr noch, was Gott tät. Und Jesaja lässt sich schon drehen, dort will Gott sein, dort will die Menschen, die gehen in eine Welt nehmen,
Und dann sieht der Mensch einen Baum, der ist vom Regen groß geworden, das Baum. Und dann hackt er den Baum auf. Und dann hackt er sich den Halt los, damit wird er sein Eten gehen merken dort. Mit dem ewigen Halt hackt er sich dann noch los und wärmt sich ab. Und wird ihm dann noch ewig bleibt, von dort hackt er sich in Götzentrach. Und dann fällt er vor dem Dohl, dann betet er den an. Nicht so ungefähr ein Aufgott, der sich nicht von der Städte bewegen kann. Der selbst mit Hand drehen, wo er den Hand sagen will, der kann sich selbst nicht von der Städte bewegen. Das ist ein Gott, der nur steht. Und von uns Gott, aber der wahre Gott, der dreinige Gott, tja, wir sollen Gott, der sich nicht bis verteidigen und bewiesen, dass er der wahre Gott ist, mit was er ist, sondern mit was er tät. Er weiß, was er tun wird. Und mit dort, tja, wieder erkannt, dass wir den einzig wahren Gott haben. Gott ist Geist, und er ist unendlich, so ich all gesagt habe, dort bewegt uns am Unterbeten. Gott ist Licht, dort meint er ist vollkommen, dort merkt uns am auch zu fürchten. Und Gott ist aber Gläub, und dort bewegt uns am auch zu leuben. So von der Suche soll er kommen an die Trinität Gottes, oder die Lieblichkeit von der Trinität Gottes. Wenn ich das Wort Trinität brauche, dann ist das lateinische Wort für die Dreieinigkeit, die Trinity, würde das in Englisch sein. Und hier soll wir Gott seine Fülle, sein Reichtum, ich habe an das erkannt. Und dort, weil wir uns in Farsch nehmen, im Neuen Testament, wir finden nicht so viel Farsch im Neuen Testament, wo die drei Personen in der Gottheit in ein Farsch abgetreten sind, aber ein von den Farsch ist 2. Korinther 13, Farsch 13. Das ist ein Farsch, hat vielleicht auch Pferden gehört, vielleicht haben wir den gehört, wenn uns mit dem Sehen entloten wird durch die Gemeinde, haben wir den vielleicht auch Pferden gehört. Zu uns bekommt der Farsch, aber es ist interessant, was das Besondere von diesem Farsch ist, dass hier die Trinität Gottes verkommt. Das sage ich in 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. So, ich habe das gefallen, ist die Botschaft da, nicht? Oder nicht so gut, ich sage Amen hinterher, nicht? Aber wir wollen mit allen kicken, der Wort sage ich uns das falsch einmal, über die Dreieinigkeit. Erstlich mal die Dreieinheit, die Trinität. Wie sagen wir in Dreieinigkeit? Wie sollen das hier sein, die drei Personen in der Gottheit abgenannt? Später wird das auch vielleicht sein, die Dreieinheit. Dort meint Gott ist nicht bloß ein Gott, die drei Personen, die sich einig sind, dort meint Gott, es sind drei Personen, die eine Einheit bilden. Also, das ist eine Einheit. Vielleicht haben wir mal ein geringes Beispiel, ein paar Lied. Ein paar Lied, dort sind zwei Personen, aber das ist eine Ehe. Wir sagen nicht, das sind zwei Ehen. No, das ist eine Ehe, aber zwei Personen. Kriegst du es der Gottheit ab? Drei Personen, aber ein Gott. Das ist, was er immer sich feststellen wird. Das wird in der Bibel auch mit diesem Wort auch so beschrieben. In 1. Mose 2, 24, du sagst dort, du wirst den Mann, der wird Vater Mutter verloren, dann wird er seinem Weib anhängen, seine Frau anhängen, dann sagt er, dann waren die zwei ein Fleisch. Das Wort ein, das ist im Hebräischen Echad, das meint ein Fleisch waren sie zusammen. Und dann lesen wir in 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr, unser Gott, das Gott als Elohim, das ist in einem Plural, also in der Mehrzahl, meint, das ist eine Person gemeint, ist ein Einiger. Hier war das Wort Echad, Herr. So kriegt das selbe Wort, was dort beschrieben dort, zwei Personen, die wollen eine Ehe formen, das Wort Echad, so sagt das hier auch, dort Elohim, also der Gott, was in drei Personen besteht, als ein Gott. Meint, was das selbe Wort, was ihr gebraucht, deswegen kann ich das auch als ein Beispiel betätigen. So wie sein, dort Gott ist drei Personen, aber ein Gott, nicht drei Jata. Wo niemand kann sein, dass drei Jata sind, was eine Gottheit ist. Jeder einer von diesen drei Personen eine Gottheit, der hat göttliche Eigenschaften. Der ist ewig, der ist allwissend, der ist allgegenwärtig und allmächtig. Jeder einer von den drei. Durch die Kirchengeschichte hat man dort vielen Arsch verstanden und sind durch dort auch falsche Lehren entstanden. Zum Beispiel man lehrt, dort Gott wie bloß eine Person, und die deutet sich bloß mal aus dem Führer geboren, mal aus dem Sehen, und mal aus dem Heiligen Geist. Aber wir in der Wirklichkeit bloß eine Person. Andererseits haben sie das so immer betont, die drei Personen von der Gottheit, dass sie sein, dass es drei Jata sind. Das alle beides nicht reicht. Das ist nicht, was die Dreieinigkeit Gottes ist. Gott ist ein im Wesen,
aber verschiedene Funktionen. Das kriegt es ein paar Lied. Ein paar Lied haben sein Morgen und Früh sein Bett vom Wesen her glücks. Das ist nicht, dass der Morgen mehr Mensch ist als der Früh. Als Mensch sind sie glücks. Von der Funktion her, was ihre Abgabe ist, dann soll wir sein, dort verschieden, dann ist der Morgen in der Früh verschieden. Kreis ist eine Gottheit auch. Vom Wesen her sind die drei Personen eine Gottheit aller Glücks, sind aller Gott. Aber von der Funktion, was ihre Abgabe ist, du sind die verschieden, diese drei Personen. So, dort ist immer wichtig, dass wir dort verstehen, dann, was die Dreieinigkeit Gottes ist. Und die Dreieinigkeit Gottes, die hat sich auch im Alten Testament offenbart und so gut auch im Neuen Testament. Und vor dem ersten Vers im Alten Testament, in der Bibel, am Anfang schuf Gott, das Wort Gott Elohim im Hebräischen, als eine Plural. Das meint so viel, das ist eine Person gemeint. Schuf Gott Himmel und Erde. Und versassend finde ich, in dem 14. Kapitel, da lesen wir dort, dort Gott sagt, lasst uns, lud uns Menschen mehr. Merk, wo die Gottheit, das ist eine Person. Und dann Kapitel 3, Vers 22, dann wird nur den Sinn voll und sagt Gott, der Mensch ist so geworden aus uns, aus wie. Da redet war am Plural. In Kapitel 11, Vers 7, da sagt er, lud uns rauffahren in die Sprechen, der ihn unterbringt. Mag vor Ort, wenn Gott unja sich reden wird, dann redet er aus wie. Wenn der Mensch zu Gott reden wird, dann sagt er nicht hi. Wir dürfen Gott nicht anbeten aus gi. Die Bibel hat immer dort gebetet, sag ich, du, wie sein Gott, du. Wenn Gott zu den Menschen reden wird, dann sag ich dir immer, ich, nicht wie, dann sag ich dir, ich. Aber wenn Gott unter sich reden wird, der Gott hat unter sich reden wird, dann sag ich dir, wie. Durch habe dort sein, das ist eine Einheit, wo du aber immer eine Person bestehen wird. Es ist einfach ein Ding, was wir vielleicht mit schwer begreifen können, aber so, dass Gott sich offenbart. Aus Jesus im Neuen Testament sieht er auch immer, war er, die Führer sind eint. Vom Wesen her, wie er mit dem Vater glückt, dass wir auf das Euren ist, wo dann die Juden aufsteigen, wo dort er sein wird, dort er Gott glückt wir. Und wir können dort sein, der einzig wahre Gott, der hat sich eine Schrift aus dem Dreieinigen Gott offenbaren, und wer Gott nicht anerkannt und anbeten wird, aus dem Dreieinigen Gott, der hat einen falschen Gott, der hat nicht den rechten Gott. Wer Gott verlässt aus dem Dreieinigen Gott, der hat den wahren Gott von der Bibel verloren. Wegen dort, wo Gott sich offenbart hat, und so will er auch anerkannt sein. Und all das, was besiedelt hat, das ist nicht der Gott von der Bibel. So, wenn wir denken, dass an die Dreieinigkeit Gottes, die Trinität, das ist für uns ein bisschen eine Schwierigkeit. Und dort hier, wo immer war, dort Menschen sein, das wird schwierig für uns zu verstehen. Aber wenn wir checken, was Paulus hier geschrieben hat, wie Paulus wird das ein Problem nicht. Paulus beantwortet eine Lieblichkeit. Woher die Dreieinheit Gottes rüberbringen wird. Und heute kann diese Lieblichkeit sein. Und wenn diese Lieblichkeit sein, eine Dreieinheit Gottes, dann wird uns Wort reich angestellt sein. Das ist so, ich weiß nicht, was hier mal haben, wo ihr reist, dann, das darf ich noch mal so stehen, wo so eine schmacke Scenery sind, wo so ein schmacke Platz sind von der Natur, dann haben sie da einzig mal so eine Farmrush abgestellt, wo man kann so durchkicken, weil man da so durchkickt, sich alle vermergert, hält nicht viel an, was man da sein kann. Dann hat man nicht ein paar Cent reingestoppt, dann hat man einmal das klar. Dann kann man so schmack die Natur besäumen. Kriegst du es mit der Gottheit auch. Denn die Gottheit zu erkennen, die Lieblichkeit zu sein an der Gottheit, dann wird uns Wort erst richtig angestellt sein. Das meint so viel, dann wird man sich kann, als ein Sünder zu sein gekriegt. Man wird hat erkannt, dass man ein verbrechnet, ein zerbrochenes Herz, was man erst vor Gott gekriegt hat, dass man eine Gottesfurcht hat, dass man wird das erkannt, diese Genut und diese Leib und diese Gemeinschaft, wo Paulus von reden hat. Ich denke, bis an den verlorenen Sehen. Aus sei von Tüß ging, da wie die Fuhrer zu nüchte brauch. Aber als er durch umschwindstrach, sein Wort ist verbrechen deut, dann ab einmal tricher zu sein, Wort von besonderen Fuhrer her in der Wirklichkeit hat. So ist das mit der Gottheit auch. Ans Wort mit erst verbrechen sein, einmal ein Buße verarm, dann ab einmal tja wie erkennen, wer Gott ist. So, nun sei frei, wie vielleicht hier, hier sind diese drei Personen eine Gottheit abgenannt, und haben wir gemerkt, wo eine Person das erste abgerichtet wird. Das erste Wort der zweite Person an der Gottheit abgenannt. Das sage ich, die Gnade des Herrn Jesus Christus. Vielleicht ist hier eine Frage, woran wird die zweite Person? Woran, ich will nicht, wenn die Bibel von der Dreieinheit Gottes redet, dass sie das Führer sehen und Helden Jesus. Das sage ich, wie das auch gewarnt, so jeder nur eine Rede.
Und hier wird aber erst Jesus Christus, wird hier erst abgenannt. Wenn wir uns mal vorstellen, wenn wir an einen großen Palast nennen kommen wollen, nennen gehen wollen, dann um an diesen Palast nennen zu kommen, da wo man gleich durch, dann ist immer durch eine große Port durchgehen, machen, damit man kann an den Palast nennen gehen. Und so ist es auch. Um an die Liebe Gottes nennen zu kommen, dann muss man erst durch die Gnade Jesu Christi gehen sein. Ich gehe durch Jesus Christus durch, um an den Palast von der Liebe Gottes zu kommen. Du darfst keinen anderen Eingang an das Führerhaus nennen, als durch die Gnade von Jesus Christus. Ich muss durch Arm gehen. Jesus sagt auch, ich bin die Tür. Ich bin der Weg, der du zum Führer führen wird. Und keiner kommt den Führer als allein durch Arm. Jesus ist der, der den Sünder abnehmen wird. Jesus ist der, der dem Sünder seine Sünden gedreht hat. Heu ist der, der den seine Schuld gedreht hat. Heu ist der, der von Gott sich luten aus Gerach bestrafen für den Sinn, der den Mensch begonnen hat. Heu ist der jässliche Todtrat, der das Führerhüß nennt. Und du hast keiner neu Führer kommen, aus begnadigt durch Jesus, dort die Genut durch Jesus euch haben. Wer nicht durch die Genut von Jesus Christus nennen gehen wird, der wird für diese Zeit und für alle Ewigkeit wird die Büten bleiben, ihr dort Führerhüß büten. Dort ist mal der, wo du sagen kannst, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich habe Erbarmung gekriegt, ich habe Genut erfahren. Genut bedeutet, dort in Sünder dort zurück, wo er sich keinmal verdient hat, und dort erst der Rechtfertigung. Dort Gott am dir reich merken, der. Dort hat der Sünder sich keinmal verdient. Dort erst Genut, dort erst begnadigt zu sein, an Jesus Christus. Die Schrift sagt, denn in Genoden sei je gerat worden, dort nicht in den Zells. Dort sage ich auch, an Christus sei wie versaht worden an dort himmlische Wesen, an die himmlische Regionen nennen. Durch Christus versaht an dort himmlische Führerhüß, sei wie nennen gekommen. Dort noch mal von der MDS ein Tag eine du eine Person, eine physisch auch. Dort sage ich, die wie weit aufführen, wie sind durch dort Blut, sei wie dich beigekommen, nur in Führer. Jesus sagt, ich habe sich an uns steht dir herrlich, dem dort wie kann für Gott bestehen überhaupt, dort wir haben würdig sein, an jedem Wort Gottes zu kommen. Dort hat Jesus sich selbst dir herrlich. Der wie aus von der Tür, Kinder des Zorns, wie uns die Schrift dort sagen wird, der hat für uns würdig gemerkt, durch dort Tritt, damit wie an das Führerhüß, dann kommt kann von der Leib Gottes. Jemand hat mal gesagt, das hat Wilhelm Busch mal gesagt, er hat in seinem Buch gelesen, da sagt er, die Genut Gottes an Jesus, der steht bloß für dich ob, der am Fürchten, und die Wahrheit sind, in Buße gedohnt haben. Aber da steht die schrankenlos offen. Das wird schrankenlos an Juchti Check, und ich würde, in Englisch würde man vielleicht sagen, without measures, also, für dich wird ein Buße und eine Wahrheit kommen, deine Arm. Für dich steht die Idee von der Genot unmuten wie ob. Sollte wie durch Jesus Christus nur in Führer kommen. Genot bedeutet, dass man gerecht vor dich ist. Dass man gerecht vor dich dort bedeutet, dass der Sinn, was ich habe, dass der gerecht mit gehandelt ist worden. Dort meine Sünden, die mit dir als gerecht gehandelt worden und dort als umtritt, du hast Gott gerecht meine Sünden bestraft und sie in einer sehen, und nun hat Gott mir gerecht erklärt. Dort ist, was das bedeutet, gerecht vor dich zu sein. Dort ist genug, dass Gott ein Sünder gerecht erklären wird, während dort ein Übertreter von dir Satz ist, aber die Übertretung, der als gerecht bestraft worden umtritt, dort hat man angenommen, und nun ist man an Christus gereich vor dich worden. Dort wird einmal der Rechtfertigung erst, und dort wird er bedienen, der, wenn jemand durch die Genut Gottes, durch die Genut Jesu Christi, an das Führerhüst dann gehen wird. Ich denke, du bist eben nur den Tag, wo Gott so einen Sünder aus mir in die hat angenommen. Gott weiß, was von Übeltäter heute dann annehmen wird, wo dort heute am Jesus hin zahlen. Am Jesus sind Zorn, wenn's am sind Zorn, haf er die Struf, haf Gott die Struf gerecht bestraft, und du wegen haf Gott so ein Übeltäter aus mir in die angenommen. Dort ist die Gnade, der Rechtfertigung, Rechtfertigung, das wurde so wichtig, dass wir das verstehen. Rechtfertigung, dort ist ein Englisch, wo man sagt, das ist ein legal term, dort ist
En denk wordt met dat de ongerechtigheid gehandeld is worden, wat echt begonnen heeft en met dat is gedeeld worden en u zijn echt gerecht voor God. Dat is een woord gekondigd. De rechtvaardiging, dat is dat eerste verrecht im Evangelium. Das ganz erste, wenn wir ein Evangelium von Jesus Christus annehmen, dann das ganz erste, was Gott hat, das ist dem Sünder gerecht vor sich zu mehr. Das ist dem seine Sünden hat er bestraft und er erklärt dem Sünder gerecht. Das ist, was so ein großartig. Aber das ist noch nicht das Großartigste von dem Evangelium. Das ist die erste Segnung, die erste Verreich im Evangelium, aber das ist noch nicht das geratzte Verreich, wo wir im Evangelium haben. Was ist die geratzte Verreich? Dort ist die Gotteskindschaft. In Englisch würde das sein, die Adoption. Dort meint nicht bloß, dass Gott dem Sünder gerecht vor sich merken wird, Heu gibt ihm auch die Stahlung und nimmt ihm ab aus dem Kind Gottes, aus seinem einen Kind. Warum ist das so viel geratet verreicht? Warum ist das noch so viel großartig? Ja? Wegen, mit der Rechtfertigung, du darfst Gott aus dem Rechten handeln. Du darfst ihm mit dem Satz handeln. Dort der Satz macht einmal die Übertretung, mit dort macht gehandelt worden und Gott handelt mit der Rechtfertigung, indem dort er den Satz klarstellen darf, dort er dem Sünder gerecht werden darf. Aber mit der Sohnschaft, du darfst Gott mit seinen Läufen aus dem Führer handeln, nicht aus dem Rechter. Du darfst um seine Läufen aus dem Führer. Vielleicht mal ein Beispiel, das ist ein geringes Beispiel. Aber wenn du uns glaubst, dass du in einem großen Zwang leben musst, der du vielleicht in einem hohen Wirt leben musst, der du gequält wird, wenn du auf einmal jemand kommt und der bloß dem Glauben freigehalten wird, dass du nicht mehr in einem hohen Wirt ist, weil dort ist auch was Besonderes. Aber wenn dieser, was den Tempel loszuhalten, den nach oben nimmt, ist ins Glauf, dann merkt er, dass sein eine Kind, der hat den Adopting aus sein eine Kind, und die haben dort verreicht, heute kann ein Ohr von seinem Rektum sein, dort ist noch was viel großartig. Dort ist, was Gott getan hat. Mit der Rechtfertigung hat er uns einmal geraten, dort wir nicht Brücken verloren gehen. Aber mit der Sohnschaft, mit der Gotteskindschaft, hat er uns dort verreicht gegeben, dort wir mit Jesus Christus den Ohren sind, dort wir seine Kinder kennen sind. Dort wird die Erwählung in der Bibel auch lernen. Dort, wenn wir von der Erwählung reden, da reden wir von dem, was Gott geraten hat, der hat er dort verreicht gegeben, dort er erwählt, dort die sollen seine Kinder sein. Und dort bringt uns nur den nächsten Punkt. Und dort ist die Liebe Gottes. Durch die Gnade von Jesus Christus kommen wir nun an die Liebe Gottes. Das ist noch großartig. Ja. Stellen wir uns vor, wenn wir nun diesen großen Palast, wo ich sage, wo wir durch das Tor, durch diese Purze und dann gekommen sind, gelegt euch erst dazu, wenn man an so ein Schloss, in so ein Palast dann kommt, dann gibt es eine so eine große Vorhalle. Ich weiß nicht, wo wir eine Vorhalle wollen. Was ich meine, war eine Vorhalle. Das ist ein großer Fährhof. Und ich weiß nicht, wie mal ein Bild in Buckingham Palace gesehen in London, England. Das ist der Palast, wo die Königsfamilie in London wohnte. Der war mal in 1703, war das mal gebaut. Und du hast es so, wenn man so durch die Port durchkommt, dann kann man an so einen großen Fährhof, kann man dann so nennen. Und so ist es endlich mit der Gnade Jesus Christus. Durch die Gnade von Jesus kommen wir an die Liebe Gottes, kommen wir so nennen. An diesem großen Verhof von der Liebe Gottes. So sagt uns die Schrift: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das Neue Testament hat zwei Mutstocks gemerkt und wird wie Gott seine Leute meten kann. Nummer 1, Unertrieb. Unertrieb, du kannst wieder meten, was für eine große Leute Gott für alle Menschen hat, für jeden Mensch. Aber ohne Gotteskindschaft, dort heute uns zu seinen Kindern merken, dort, durch die wir noch einmal waren, Gott seine Leib meten, wollte er mit der Sinne, der am Annehmen, dann wofür eine große Leib heute verdorben hat, und du sagst jetzt, seht, welch eine Liebe, seid doch mal, wofür eine große Leib Gott für uns Menschen hat, indem dort er uns lässt, seine Kinder zu halten. Habe ich mir nur das auch was gewarnt, wo wir von jung ab und vielleicht gewarnt sind, wer sich bekehrt, das ist ein Kind Gottes, so sei wir das all. Aber erst uns aber habt jemals dort mal zu warten, die gehen, was bedeutet ein Kind Gottes zu sein? Ein Kind Gottes zu sein, das meint so viel, dort wie Jesus sein Bruder sind, heißt uns als der Bruder. Dort meint so viel, wie oben mit Jesus alles taub von den Führer. Er meint, wovon fähre ich aus ein Sünder, der ein Ohr von Jesus Christus zu sein. Ich habe uns dort vorstellen, ich las in einem Buch, dort Jane Jorn, aus dem Neuen Testament geschrieben ist worden, kriegt das Neue Testament, diesen Aufschnitt, aus dem geschrieben ist worden, zu der Zeit,
da wurden de Herden, wat ihre Jater hatten, die wurden auch geredet haben von Leuten, dass ihre Jater Leute hatten, aber bei ihnen bedient Leute ganz von anderen. Bei ihnen bedient Leute bloß eine Last für Frühes. Da meinen sie viel, ihre Jater, die hatten eine Last für Frühes. Also eine Leute, dass diese Leute hier beschrieben sind, wird getan, man zu der Zeit nicht mal. Und als die Schreiber von dem Neuen Testament, weil die Leute Gottes beschrieben, dann müssen sich in nicht Wut denken, was das Badan nicht gegeben hat. Und da war eine Leute, dem Wut geschrieben, was für eine Leute stand, wo Gott eine Leute für einen Sünder hat. So eine Leute hat kein Aufgott für seine Menschen, er für einen Sünder. So tun wir nicht. Man tun nicht, dass ein Aufgott kann Leute für Sünder haben. Der hat bis eine Leute verlost. Aber ein Leute für einen Sünder, so tun wir nicht, die sich selbst haben opfern, der für sie, für den Sünder. So tun wir nicht, da nicht. Nur wegen haft man das Wort Agape. Hier steht im Griechischen das Wort Agape. Dort ist eine Leute, so ist es, was da nicht kann, dort Gott eine Leute für einen Sünder haft. Und nicht bis dort den Rat, sondern dort den Gotteskindschaft. Jeden, der merkt, dass er ein Kind Gottes so wird besonders tun, man war da nicht. Das ist nicht bloß so eine allgemeine Leib, das ist eine Leib, Jesus sagt, so eine Leib hat die Führer für uns aus seine Kinder, als Gott die Führer für sie in einer Sehen hat. Dort nahm Jesus eine Herrlichkeit. Jesus sagt, er hat so einen Wunsch, dass seine Jünger wurden die Herrlichkeit sein, was heute bei den Führer im Himmel haben. Was ist diese Herrlichkeit? Dort ist die Leib von den Führer der Arm. Heute wollen wir sein, dass die Sehen gemacht haben, dass wir sein, weil Leib Gott seinen Sehen hat. So eine Leib hat Gott auch für die, die an Christus sind. Dieselbe Leib hat Gott die Führer für uns auch. Dann denkt man, was für eine leidenschaftliche Leib ist das, was heute für sie sehen hat. Das sage ich sogar in der Schrift. Diese Leib, der ist so groß, das redet von dem eingeborenen Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Ich habe ihn zu verstanden. So eine Leib ist zwischen den Führer und den Sehen. Das sage ich, die Sehen, die sind bei den Führer abgeschaut. So eine leidenschaftliche Leib ist zwischen Gott dem Führer und sie in einer Sehen. So eine Leib hat Gott für seine Kinder, der durch die Gnu Jesus Christus an seine Leib nennen kommen dann. Ich habe uns heute überhaupt verstanden. Ist uns das bewusst? In 1800, dann wir mal in Wittenberg. In Wittenberg, das ist die Stadt, wo Martin Luther auch mal versteckt, wie wir mal die Bibel übersaten dort in einem Palast, in einem Schloss, was immer, das wir jeden Fall, eine Burg wird das endlich. Aber jedenfalls an dieser Stadt Wittenberg, da wir ein König, und der König, der mal alle eure seine Lied an seine Stadt, der mal alle anladen, zu ein Interview, also ein Entrevista, was er merken will. Dann wird ein Prediger, ein Pfarrer, sind nun wir flattig, diesen Prediger, den war dann auch an die Leute Hand zu kommen. Und dann kommt dieser Onkel seine Lieder dann alle auch an diesen Fährhof nehmen, wie den Tschernik, eine Stunde vor den Tschernik. Und dann auf einmal werden sie da alle Band sein, dann auf einmal sollen sie da hängen, die Erde geht ab, dann schickt du ein kleiner Jung, schickt du nennen. Dann ist der Jung, der nennt sich, dann immer rannte durch den Fährhof, so durch die Lieder alle wegen, so vorbei, dann rannte du nur den Tschernik, und dann hüpfst du bei den Tschernik ab und schaut ab und sagt, ab den sie nicht schaut. Alle Mann ist abgeregt. Was ist das für ein Jung? So aufgeschämt, rannt bloß so glückt unter dem König, was war die König nicht da? Da der Jung sich so gewährt hat. Dann auf einmal fuschelte einer diesen Prediger im Urnen und dann sagt er, dort ist die Sehen von dem König. Okay. Dann am weichen Hüst, dann denkt das Prediger bis sich so, was von Ferreich haben die Kinder? Was von Ferreich haben die Kinder? Was von Ferreich haben die Kinder Gottes? Nun stellen wir uns vor, wie aus Kinder Gottes, wir können auch bei den Gnadenthron, nur den Führerhüß, nur den geistlichen Gnadenthron, durch ja wie auch, wie all die Engel vorbei, der Schrift sagt, 1000 mal 1000 Engel, die deinen Arm, 10000 mal 10000 Engel, die stehen für Arm, über dem Thron Gottes, du sind die Cherubinen, den Thron Gottes, was ist im Wehr und erst im Himmel, du sind die Seraphinen, die bewegen diesen Thron Gottes. All diese große, herrliche Wesen, die um den Thron Gottes sind, durch ja wie alle wegen verbieren, in Tern wie den Führer abgeschaut sind und sagen, aber lieber Vater. Das Fährreich habe ich so Gott unterreden. Im Alten Testament, wo man noch niemals geglaubt haben, dort man überhaupt jemals sich wüch, Gott als Führer unterreden. Wie haben dort Fährreich? Gott als Führer unterreden. Ist uns bewusst, was für ein Fährreich wir haben.
der rechte Gnut Gottes, der rechte Gnut Jesu Christi an die Liebe Gottes, an das Vaterhaus nannte kum, Wort von Ferreich Havi. Das ist eine Leu, was Paulus sagen wird, in Römer 8, der uns fast holen wird, was um eng. Römer 8 redet von der Leu Gottes, was wie an Christus teilhaftig geworden sind, der wird uns fast holen, was um eng. 1. Korinther 1, Vers 9 sagt das auch, dass der wird uns fast holen, was um eng. So eine Leu hat Gott die Führer für uns. Ich denke an Religionen. Religionen, die wollen immer so schaffen, dass den Menschen immer Angst merken wollen, mal beter zu wollen. Der ewige Gott, der wird seine Kinder motivieren mit seinem ewigen Leib. Mit seinem Leib, was darf man dort, wird er uns begeistern und uns motivieren. Ich denke bloß immer nur, dass wir diese Leib mal für kennenlernen. Das ist auch ein wichtiger Part, über Gott kennenzulernen. Dass wir uns das auch bewusst sind. Und ich denke an einen solchen wichtigen Punkt. Sollen die Angläubige dort, wo voll ab, ecken die dort bei den Führer haben? Kann die dort sein? Denk wir bloß mal an den verlorenen Seen. Was bewirkt an du am Trag, am Schwienstrag in die Hüs zu gehen? Heute sage ich, wo voll ab haben die Arbeiter dort alle, wo dort Hüs bei meinen Führer sind? Und ich sind hier. Dort bewirkt an die Hüs zu gehen, zu sein, wo voll ab die dort die Hüs bei seinen Führer haben. Sollen die Angläubige Welt dort, wo voll ab wir dort haben? Aus Kinder Gottes, wie unseren himmlischen Führer, Wort von Ferreich wie Han, dort ist durch die Gnade Jesu Christi eine Liebe Gottes nennt kommen. Und dann habe ich noch den dritten Punkt hier, dort ist die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn wir dann so denken, und an diesen Königspalast, wo wir durch das Put durchkommen, dann kommen wir an eine so eine große Vorhalle, so einen großen Fährhof kommen sie nennen. Aber Wort von Ferreich, wenn man ab diesen, in diesem Palast noch eine Stufe, eine Stufe ihnen da, eine private Stufe ihnen da. Wir hatten eine Königsfamilie hier in der, die hafte auch dort reich, sie in eine Stufe zu haben. Diesen Buckingham Palace, der hat mit 774 Stufen, wo die Bären sind, in Wort von Ferreich, wer du eine Stufe ihnen da. Und wie durch dem, dass wir durch Gnade Jesu Christi an die Liebe Gottes nennen, die kommen sind, haben wir den Heldengeist gekriegt, wie sind wir den versiegelt? Und er steht, ein wie ein privater Stuhl in das Führerhaus. Wir sind teilhaftig da geworden. Wir haben dort Fährreich, dort wie ein Port von Amsam. Dort sagt die Schrift, nicht mehr Gäste und Fremdlinge, wie sind du nicht aus Jas ab diesem Palast abgekommen? Dort sage ich, sondern Bürger und Gotteshausgenossen. Wir sind Thys an diesem Palast, an das Führerhaus. Von der auch jässlich. Ich rede von der auch jässlich. Dort ein Tag wird das noch wörtlich werden. Wir haben die auch hier an der Anlehrung. Ich rede wie krank von der. Also von der ist das noch jässlich. Aber ich habe den Tag, wo das Wort physisch auch sein. Aber von der auch jässlich habe ich diesen Todrat. Am Jäß habe ich den Todrat. Deswegen habe ich auch den Helden Jäß. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dort meint, wir haben diesen Todrat in Führer. Alle Wehen, auf alle Städten. Im Alten Testament wird es so, man muss nur Israel, nur Jerusalem reisen, nur den Tempel. Du wirst mit den Rituale, mit den üterlichen Sachen, du wirst Gott ungebet. Du holt man den Tautrat zu Gott seinen Gnadenthron. Du wirst auf ihr, auf eine Städte. Aber von dir aus sage ich, dass Jesus sagt, dass die Kämpfe tät, dass die Anbeter wollen am MDS anbeten, in einer Wahrheit. Und diesen Tautrat habe ich von dir an den Helden Jesus, dort wir eine Gemeinschaft mit den himmlischen Führern haben, alle wegen, wo wir sind. Ich denke, an diese Gemeinschaft des Heiligen Geistes, du tust sie wie berauben. Ein sehr wichtiger Punkt. Für uns als Kinder Gottes, das Christenleben bedient nicht bloß, dass wir in der ganzen Schicht Regeln haben, das tun wir nicht, aber es wurscht, das will ich deswegen betonen. Du sind viele Dinge, was die uns nicht gehören, dann als Kinder Gottes, was auf den schmaler Weg nicht knapp die Hirn tun, das stimmt. Aber das Christenleben geht um viel mehr als bloß das tun wir und das tun wir nicht. Das Christenleben, das geht um, das sagt Paulus auch der Korinther, wir sind beraubt zu einer Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich denke, wir haben nur die Angläubige, die sollen dort vielleicht noch ein schweres Leben an, was wir als Christen zu leben haben. Die sollen dort bloß, oh, wie man uns dort auf sein, in der Hand auf sein, in dort auf sein. Das Christenleben wird am viel, viel mehr, als bloß sich besser Ding auf sein. Das wird am dort Fährreich eine Gemeinschaft haben mit Jesus Christus und mit den Führern. Ich denke bloß, wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen, wenn ein paar Verläufe ist,
Nu wel des jong, die wel zich neem jaal vrien, en de andere wil zijn, men, mijn jommer, dat even des een jong, dat de zich des een eier stond, en die het vingst dumme, meint dat, nu af de kleine vrijheid maar met andere vrienden zich af te geven. Dat is hem jommeren even den, wat we zijn dat het hem jommeren is? Want in de vrienden van de lijf, in de amlijf, is nu hem jommeren, niet? Die hebben een gemeenschap in je zich. Diese Gemeinschaft, wo die Mann mit seiner Frau wird, der ist dort, wo er merkt, dass er alle ewig je nee sein wird. Der alle ewige Frau sagt er nee. Kriegst du es mit uns auch, aus Kinder Gottes? Worum sei wir nee? Der all dort, wo uns nicht gehört, aus Kinder Gottes zu leben. Dort haben wir dann wenigstens wie eine Gemeinschaft mit Jesus haben, mit dem Führer, und wir dann alles über den Stich riemen, der uns in diese Gemeinschaft hängen wird. Das geht nicht bloß am reichen Arsch, aber das geht am Meier, als das geht um unsere Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater nicht zu stehlen. Wir wollen da nur schluten zwischen kommen, zwischen uns und unserem himmlischen Vater seine Gemeinschaft. Und du wegen der, wie weißt du denn nicht, was wir uns nicht geziehen zu tun, aus Kenia Gottes. Dort ist das, wo das Christenleben nicht ein Langbildet, mit so rubeligen Leben ist, das ist eine Gemeinschaft im Heiligen Geist. Dort meint einmal dort die Führer, die Sehen und die Helden Jesus. Die alle drei, liert die Bibel, die nimmt Wohnung wie ein wahres Geborenen Gottes. Alle drei. Die Bibel sagt, die Helden Jesus wohnt an uns. Jesus sagt, auch die Führer, die wollen Wohnung nehmen an die Gläubigen. Das ist ein Geheimnis, was Paulus der Kolosser sagt, Christus in euch. Was für ein Geheimnis ist dort, die Gott hat, wir haben uns dort vier in die ersten Ovens, wo groß Gott ist, er in die ersten Predigten. Und der Gott wohnt in einem Gläubigen, in einem Mensch. Er ist vielleicht noch stolz anders sein, in einem Sünder, der dir die Not erfahren hat. Du wohnt Gott bern. Was für ein Wunder kann es sein, was Gott hat. Als Jesus mal wollen im Himmel fahren, dann werden seine Jünger trürig zu Eva. Dann sagt Jesus, sie nicht trürig. Warum nicht? Was nicht so wie Jesus mit an die Gehen, und heute sage ich, hey, was trägt an dem Helden Jesus, na, was er an ihn wohnt. Nicht bloß mit an, aber an ihn. Da meint so viel die Gemeinschaft, die wird noch enger sein, als die damals wie ich war, als Jesus auf dieser Erde gewandelt hat. Und nun ist meine Frau und mir und die auch. Wandelst du bloß mit Jesus, er wohnt Jesus an die Ben. Das ist noch ein Unterscheid. Dort darf Menschen, ihre Kinder, die sind von klein auf und gelehrt, was Gott, wer Gott ist, wer Jesus ist. Dort Jesus um Christus gestorben ist, die wollten alle haben, gute Dinge über Gott und über Jesus, dort wollten die alle, die wollten, was reich und reich ist, die haben gelehrt auch sogar zu beten. So eine Menschen, die wandeln, fährten all mit Jesus, aber die Frau ist, wohnt Jesus in die Ben. Hast du die wahre Geburt belebt, dass Jesus in die wohnt? Dort du eine persönliche Gemeinschaft mit ihm hast, dort du dein Rare geworden ist, dein Heiland und dein Herr geworden ist, dort er an dir ist. Das, was Jesus sagt, er will an uns wohnen, das am Wort wohnen. So nicht an uns für die Dreieinheit Gottes, alle zugleich an uns wohnend und an uns wirkend, der wirkt an uns. Was für ein Fährreich ist dort nicht, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Man hat eine Frau an die und mich. Wo sieht unsere Gemeinschaft mit Jesus aus, mit dem Vater? Oh, er kommt meist nicht zum Bibel lesen, und er kommt auch meist nicht zum Beten. Wenn ich rede von der Gemeinschaft mit Gott, die Gemeinschaft durch den Helden Jesus, da rede ich von der Gemeinschaft durch das Wort. Das Wort ist durch die Gemeinschaft, was wir haben. Dort Gebet mit dem Herrn, dort ist die Gemeinschaft. Komm wie du tau? Oh, er kommt meist nicht tau. Warum nicht? Warum nicht? Wohnt die Dreieinheit Gottes nicht an die? Er fehlt dir dort vielleicht, dass du dort bewusst bist, dass du dort Charme liest, wovon Fährreich wir haben. Wir haben so ein Fährreich, wo immer wir sind, in diese Gemeinschaft mit Amt zu leben, immer diesen Todtritt an den Gnadenthron nennen, dazu macht wir uns auch bewusst sein. Er ist auch wie auf einmal vielleicht oft gelenkt. Was lenkt uns oft von der Gemeinschaft mit Amt? Von der erklärt das Schlimmste, denkt, was uns oft lenkt, der dort seine Medien, das Phone, die Pantayas. The Screens. Er glaubt, das sind die Dinge, die uns von dir am ganz stolzen auflenken, dann, dass wir nicht zu dieser Gemeinschaft kommen. Dann. Dass wir nicht eine gute Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Dann. Wir haben so ein Fährreich aus Kinder Gottes, was wir haben, was wir uns gut vorstellen können. Wir wollen Gott fährten bloß als ein, im Englisch gleich nennt man das ein Waitress, nicht? Das ist eine Person, eine Frau, die am Tisch im Restaurant uns bedienen kann.
Haben wir immer nur gedacht, dass so eine Person, was um das bedeutet im Restaurant, für diese Person selbst interessieren wir uns gleich. Wir interessieren uns bloß für all das, was er uns am Tisch noch bringt. Er soll uns alle und die Schere am Tisch bringen, aber nicht für die Person selbst. Und wenn er uns dann auf einmal nicht haftet, alle so gebracht, was wir uns gewünscht und bestellt haben, oh, dann sind wir furchtverdrüßlich über die Person, die er zum Tisch bedeutet, nicht? Haben wir nur eben nur gedacht, dass für die Person selbst interessieren wir uns gleich. Wir interessieren uns bloß für das, was er uns am Tisch bringt. So ist der Mensch fährt mit Gott. Der interessiert sich für Gott, was er ihm alles wird geben. Der soll ihm das geben, dort geben, Jan geben, alles. Und wenn das nicht so kommt, was man gewünscht hat, dann sind wir noch nicht mal zufrieden mit Gott. Interessieren wir uns für Gott selbst? Die mit ihm selbst Gemeinschaft haben? Ich denke an den verlorenen Sehen. Als der verlorene Sehen von Thüs ging, dann sei er bis zum Führer, jaff mich Führer. Der will auch, der will die Jäfte haben vom Führer. Von Führer selbst will er nicht. Aber er will dort, wo die Führer am Geben können, dort will er gehen haben. Als er spät um Schwindstrach wird, dann auf einmal interessiert er sich für den Führer selbst. Da will er nur den Führer gehen. Dann denkt er ihm dort nicht bloß daran, wo die Führer am Geben hat, aber wo die Führer selbst wird. Und dort ist unsere Gemeinschaft mit Gott. Dass du all durch diese Tour durchgehen von der Genut von Jesus Christus nennen, an die Liebe Gottes nennen, dass du nur die Gemeinschaft mit ihm hast durch den Helden Jesus. Der Psalmist, der lud an in Heisach, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt doch mal. Schmeckt. Wenn wir ein Menü, so ein Menü für ihr leicht kriegen im Restaurant, dann haben sie uns die Schmacke Bella für ihr leicht, um uns den Appetit abzuwirken, wenn wir dort sein dann. Aber der Herr lud leicht uns nicht bloß ein Menü für, Heisach, schmeckt mal. Nehmt mal in Hops. Schmeckt mal mit davon. Und sein aus der Haare nicht freundlich ist. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ist nicht wunderbar, wie er Gott ist? Der Trinität Gottes, was lehrt er uns? Der lehrt uns einmal, dass Gott in Familien Gott ist. Gott der Führer in den Seen. Gott hat eine Läu für den Seen. Und er hat eine Beziehung mit den Führer in den Seen, mit seinen inneren Seen. Und Gott will eine Beziehung mit uns haben aus Führer in Seen. So eine Gemeinschaft will er mit uns haben. Und das Glücknis von den verlorenen Seen, das wollen wir immer machen, weil wir dort Glücknis haben von den verlorenen Seen. Da sagen wir dort auch. Gott ist ein Gott von einem Führerhort. Er hat einen Führerhort. So hat Gott ein Hort. Die Trinität, die Dreinigkeit Gottes lehrt uns immer Leib. Wofür ein Leib, und Leib ist immer gewasst. Waffene Leute zwischen Gott, dem Führer, in dem Sehen, einmal gewahrt ist. Wenn Leute einmal gewahrt ist, haben wir immer nur gedacht, dass du kann Leute existieren, dann braucht er zwei Personen. Er kann nicht leuven, wenn nicht jemand ist, wie man leuven kann. So hat Gott, der Führer, dem Sehen von Ewigkeit her Leute gehört, und der Helder Jesus ist der Jesus von der Leute, was er verbunden hat. Die Trinität, die lehrt uns über Leute, der Leute Gottes, wofür ein Leib Gott für seine Kinder hat, so ein Leib, sage ich dazu, ist die Sehen, was ein Führer seine Schutz hat. So ein Leib. Gott sein Kennengerät, dort ist ein Kennengerät von Leib. Dort vornehmste Gebot, dort ist Leib. Dort ist das königliche Gebot, dort ist Leib. Die Trinität lehrt uns auch über Einigkeit, über Einheit, über Harmonie. Da meint so viel, die Dreieinigkeit Gottes, das sind drei verschiedene Personen, die haben verschiedene Funktionen. Aber das ist eine Einheit, das ganz einig sich und das eint. So soll die Gemeinde auch sein. Die Gemeinde, wenn wir immer nur denken, dann hier bestehen wir verschiedene Charakters, verschiedene Gaben. Wir haben verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Amter. Aber das soll eine Einheit bilden, das soll sich eins sein. Das soll sich taubstehen, so ist die Dreieinigkeit Gottes dort. Ich wünsche, wir haben könnt an der Erkenntnis von der Gottheit wachsen. Dort, wie wir ein Stopp hecher hier kommen, an unsere Erkenntnis von der Gottheit, damit wir aus Kinder Gottes auch anrieben können. Dort, wir rieben wollen an diese Sachen, dort soll uns auch bewegen, dem Gott anzubeten, am zu leuven, am zu fürchten und auch eine Gemeinschaft mit am zu haben. 5. Mose saß für das Feuer, wo ich schon sein, der Gott sich verstanden hat, aus dem dreieinigen Gott, er stellt sich dafür aus, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. So stellt er sich dafür aus dem dreieinigen Gott. Was sage ich dir falsch? Futz du hängen an. Futz du hängen an, sage ich dir,
Diesen Gott soll wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von all unseren Kräften Lauf haben. Gott stellt sich vor, damit wir am Lauf sollen haben. Wo ist unser Lauf zu haben? Ich denke, ich bin noch an dir, die noch nicht die Klarheit haben, als soll sein durch die Genug Jesus Christus eine Liebe Gottes nennen die gehen. Vielleicht lebst du auch mit Jesus. Vielleicht hast du auch Gebetserhörungen erfahren. Hast du verschiedene Taten gelehrt über Jesus. Vielleicht lebst du auch mit Jesus. Oder die Frau ist, lebt Jesus in die Ben. Die Schrift sagt, ich in Jünd, in die in mir. Eine engere Gemeinschaft aus dort kann es nicht geben. Ich in Jünd, in die in mir. Enger aus dort kann nicht werden. So will Jesus mit uns leben. So will er in uns leben, soll ich dort Peter sein. Hast du dort all erfahren, dass mein derche wahre Geburt passiert dort, dass Gott, der Gottheit in uns nennt, reiten, der durch den Helden Jesus. Dann fangt nie das Leben an. Ein Leben in der Gemeinschaft mit Arm. Wenn wir noch abstunden im Beten, wird passend erst. Ans himmlische Fura, wir wollen die anbeten aus dem dreieinigen Gott, der du ewig ist, unendlich, voller Weisheit, allmächtig, Herr, du bist wahrhaftig, du bist eifersüchtig über die Dinge, dort er die Gons von harten Läufen haben. Und Herr, ich danke dir für die Genug, die wir an Jesus Christus erfahren werden, dort du aus dem Recht uns gereich erklären, das an Christus, indem du die Sünde ab am Lehen hat und die Strafe ab am Lehen hat, und wie Christus seine Gerechtigkeit hat, hat er in Kriegen haben und somit für die Gerecht sein. Dankeschön, Vater, für die Genug. Vielmal Dank wie dir aber noch für das Fährreich, Kinder Gottes, der heute woffene Leute wie der unter die Hand und du zu uns hast, damit wir können das Fährreich haben. Ich danke dir dafür, Herr, in der Gemeinschaft, die wir mit dir haben. Aber Herr, vergib uns, dass wir in der Gemeinschaft nicht genug geachtet haben, in das Fährreich, wo ich genug geachtet haben, und nicht eine enge Gemeinschaft genug mit dir wandeln dürfen. Herr, ich bete, dass wir an das Wursten machen, dass wir nur die getrocknet wollen und somit würden begeistert sein, tagtäglich mit dir zu wandeln und an dir zu wandeln, Herr. Schenk uns die Genug. Und ich bete für dich, was hier diesen Frieden noch nicht haben, noch nicht wollten, von was wir hier reden dürfen. Ich bete, Herr, dass sie den Mut machen, fängt rein zu kommen. Amen. Er Platz nehmen. Ich will nochmal hier eine Einladung merken, wenn jemand ist, der dir wünscht, ein Gespräch zu haben oder zu reden. Vielleicht hast du nicht Klarheit über diese Dinge, oder hast du auch andere Frauen, Leute zu haben, was immer das ist. Du hast den Wunsch, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Dann wirst du an die Leute zurückkommen, wir wollen hier bleiben. Dann komm bloß rein, und da wir uns Zeit nehmen, the Tower.